Ja, hallo. Ich war einkaufen und zwar war ich in einer Gärtnerei, besser gesagt Baumschule, und habe mir zwei, drei Bäumchen gekauft. Das ist einer von denen. Und zwar ist das, wie man sehen kann, ein Korkenzieher Hasel. Korkenzieher Haselnuss. Ja, den werden wir heute umtopfen und schon mal vorab einen Schnitt geben, eine Form geben. Und wenn du Lust hast, mir dabei zuzugucken, dann bleib einfach dran. Ja, bevor wir anfangen, den aus der Schale rauszuholen, verpassen wir dem schon mal einen groben Schnitt. Einfach hier mit der Heckenschere auch schon mal, ja, ganz, ganz grob. Einmal. Zweimal. Wird wahrscheinlich nachher noch mal ein Stück mehr gekürzt, aber ja, erstmal, das war schon mal hier ein bisschen weniger zu kämpfen haben mit dem Ding. Dann holen wir den aus der Schale raus. Das geht schon mal ganz gut. Ja, der ist auch schon gut gewachsen. Und dann werden wir mal versuchen, die Erde von den Wurzeln zu trennen. Meiner schönen Wurzelhacke, Wurzelkralle. Ja, und würde sagen, machen wir das Ganze im Schnelldurchlauf. Dann geht das ein bisschen flotter. Ja, da das doch so ein kompakter Wurzelballen ist, werde ich da mal versuchen, einfach mal so ein Drittel etwa, einfach mal so abzutrennen. Ja, da komme ich jetzt mit der Wurzelkralle hier nicht mehr besonders weit. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ganze auszuspülen mit Wasser und dann schauen wir da gleich noch mal drauf. Ja, ich habe den jetzt mal ausgewaschen, den Wurzelballen, und ja, der hat schon einiges an interessanten Wurzeln. Und der hat nur hier diese beiden Ableger. Ich gehe mal davon aus, dass das Wildableger sind, weil der Korkenzieher-Haselnuss wird ja auf einen wilden Haselnuss gepost. Und da kommen auch hin und wieder mal nochmal Wilde raus. Und jetzt muss ich nur gucken, ob ich den irgendwie hier, wie fern ich da den Ableger wegkriege. Ja, ganz habe ich die Ableger hier nicht wegbekommen, aber ja, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, ich werde jetzt versuchen, hier diese Hauptwurzeln hier unten drunter noch ein Stück flacher zu schneiden, ein Stück flacher wegzuschneiden. Und dann werde ich nachher beim Eintopfen da so eine Folie drunter legen, damit die Hauptwurzeln nicht nochmal nach unten wachsen, sondern dass hier die Nebenwurzeln stärker wachsen.
Jetzt habe ich wirklich hier den. Zeig's euch mal. Jetzt habe ich wirklich hier den Haupt. Die Hauptwurzel gekappt. Und das ist richtig gut. Weil, wenn jetzt hier eine Folie drauf kommt und das Ganze wird eingetopft, dann können hier die Außenwurzel, die Seitenwurzeln besser gesagt, können dann richtig schön kräftig durchstarten und wachsen. Ja, schwerste Arbeit manchmal, aber die sich hoffentlich lohnt. Gut, dann geht's ans Eintopfen. Ja, diese Schale habe ich mir heute Morgen auch in der Gärtnerei gekauft. Und da werde ich jetzt den Korkenzieher-Haselnuss einpflanzen. Aber wie schon gesagt, werde ich hier unter die große Hauptwurzel erstmal hier dieses Stück Teichfolie legen, damit die Wurzel nicht weiter nach unten wächst, sondern dass hier die Seitenwurzeln zur Seite stärker wachsen. Und dann werde ich mal hier ein bisschen Erde vom Boden machen. Wenn ich mir das mal anschaue. Schon ganz gut. Ja, dann werde ich mal versuchen, die Erde zwischen die Wurzeln zu bekommen, dass sich da kein Hohlraum entsteht. Schaut ganz gut aus. Ja, sind wir schon fertig mit dem Einpflanzen. Jetzt wollen wir nur noch mal gucken, genau was hier oben noch mal los ist. Dann nehme ich euch noch mal ein bisschen näher ran. Ja, und zwar haben wir hier so einen kleinen Ast, der wohl abgestorben ist. Den möchte ich gerne erstmal entfernen. Muss ich nur aufpassen, dass die anderen Triebe hier nicht abbrechen. Das sieht gut aus. Die sollen eigentlich noch mal rauswachsen. Der ist ja schon ab, oder? Schau. Ja. So schnell kann es gehen. Einmal nicht aufgepasst. Dann haben wir hier so einen kleinen Stümmel. Den möchte ich auch erstmal wegschneiden. So ein vertrockneter Aststumpf. So, bis aufs Grüne wegschneiden. Dann kann sich da schön wieder Kalus bilden. Da hängt auch teilweise noch das Wachs dran. Von der Zeit, als er veredelt wurde. Da wurde der natürlich mit Wachs behandelt, damit er geschützt ist. Dann haben wir hier unsere drei Hauptäste. Da bin ich doch gar nicht so sicher, wie ich da vorgehe. Ich denke mal den hier. Also den hier werde ich wohl oberhalb von dieser Knospe hier kürzen. Den hier möchte ich erstmal so behalten. Schneide ich nur hier noch ein kleines bisschen kürzer. Dann hier dieser Hauptast. Machen wir so. Zack. Und dann wären wir eigentlich mit der ersten Gestaltung auch schon durch. Ja, jetzt sind wir auch durch mit dem Umtopfen
und auch mit der Erstgestaltung. Ja. Der wird jetzt ordentlich gewässert, der Baum, und kommt raus aus der Sonne, schön in den Schatten. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten wisst ihr ja schon Bescheid. Ein Like, da würde ich mich echt freuen. Und ein Abo, da würde ich mich noch mehr freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Mein kleiner Bonsai. Ciao.